Jo, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hellblade Senua's Sacrifice. Beim letzten Mal haben wir ja aufgehört. Ich hoffe, der Endscreen gefällt euch für diese Folgen. Da habe ich mir ein bisschen Mühe gegeben. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon Let's Plays mit Endscreen mache, weil es natürlich auch mal so ein bisschen Hin- und Herarbeit ist, würde ich ganz gerne die dementsprechenden Parts ein bisschen länger machen. Das bedeutet für euch sozusagen mehr zu gucken pro Folge. Aber ich muss auch sagen, länger als eine Stunde mache ich es nicht. Das bedeutet, ich habe mich jetzt selbst mal so ein bisschen ich muss erst wieder in die Steuerung reinkommen. Habe mir selbst so ein bisschen gesagt, okay, ich mache jetzt Dingsbums. Ich muss eigentlich zurück, ne? Hoffentlich hat das gespeichert beim letzten Mal, aber ich glaube schon, das sitzt nämlich eine Autospeicherfunktion. Jo, folgendermaßen. Denke mal so zwischen 40 und 50 Minuten werde ich die Aufnahme machen. Die letzte Aufnahme, beziehungsweise die bisherigen zwei Parts, die ihr gesehen habt von dem Spiel, sind relativ... Naja, ist eine Aufnahmesession gewesen, aber ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt zumindest mal mit Tschüssi sagen und so ein Kram, weil ich im Endscreen jetzt nichts sage. Dafür ist sie einfach viel zu kurz. Aber das würde auch den Endscreen so ein bisschen den Endscreen kaputt machen. When the illusion of self is shattered, you simply cease to be. Though it may not seem that way to others, you know when it is true. You can feel it. A stranger. Immer Kopfhörer aufsetzen. An imposter. And nothing is the same ever again. Senua has died before, and she will do so again. You can be sure of that. Alles klar. Hier hat also gespeichert. The mark of Valravn and the mark of Surt. You may cross the bridge over the River of Knives to Helheim. Wir sind bei dir. Keine Angst. No one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. They came through stormy black seas. They raided these shores. Do you still hear his screams? And now that you're home, he
so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him. In your sword still beats a heart. You fought for love unspoiled by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart. Puh, jo, Entschuldigung, da wollte ich jetzt kein Stück mit reinquatschen. Boah. The darkness touched you. Ist berührend. Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze averted from life. You ran from it but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering worse than death. And you wanted to surrender. Abandon and to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. Jo. Also, Senua, Mädchen, wir sind bei dir, wir feiern unglaublich deine Taten, egal was du auf dich nimmst, du tust es für deinen Mann, ich bin hier. Okay, hiermit blocken wir, hiermit verbissen wir, okay. Das schaffst du. Und jetzt auf die Fresse, in die Schnauze, nicht nachgeben. Ups. The gods made you a warrior for a reason. It's your calling. Ich will gucken, ob er den... Ja, den kann man blocken. Aber man kann nicht kontern. Na, ah, Mist, falscher Knopf. Jawohl! Alter, oh! Das schaffst du. So. Why suffer the past when there is a new road ahead? The only one that makes any sense. Die Musik im Hintergrund ist richtig geil. Jawohl! In die Fresse! Auf die Schnauze! Alter, ich will gar nicht quatschen! Ich will einfach nur Gameplay haben! Und jetzt treten und hau ihm in die Fresse!
Oh, war das mies. Ihr werdet uns nicht aufhalten. Boah, geil. Geil, Leute. Ich freue mich tierisch auf das Spiel. Auch wenn es eigentlich mehr verstörend ist. Aber ich finde es saugeil. Die Kampfszenen sind super. Seh nur, wir werden das schaffen. Every gate you open into darkness brings another challenge. Oh. Das ist leider gescriptet. Ja, sieht man aber. What? Ich hab gedrückt! Ihr habt's gehört! Glaube ich! Ich weiß nicht, was soll das? Boah, ist das mies! Alter! Na komm schon! Mist, ich hab doch ausge... Du kannst... Können ihn also nicht aufhalten. Oh, der schlägt zweimal zu, die Mistsau. Oh, ist das mies. Oh, ist das gemein. Ich war doch im Fokus. Du schaffst es, komm schon, aufstehen, nicht sterben, nein! Oh, ist das mies. Boah, diese Mistsau. Boah, fick doch die Henne. Entschuldigung für den Kraftausdruck. Das ist übrigens normal, dass der Tod Aussetzer hat. Wenn man verliert. Das kann ich auch! Ich werde nicht sterben. Nicht nochmal! Ich lerne aus meinen Fehlern, du Wichser! Du elender Knödel! Dödel! In die Eier! Ins Kreuz, ins Gesicht! Ja, jetzt aber schön auf die Schnauze! Hahaha! Und jetzt BÄM! Mit dem Knie in dein scheiß Kreuz, du Pisser! Wie hinter mir! Oh, ist das mies! Alter, ist das mies. Du machst mich nicht fertig. Du Wichser, du dreckiges Stück Fleisch. Du böser, finsternes Mensch. Ich klatsch dich um, du elender Lümmel. Oh, ist das mies. Na gut, ich kann mich immer nur austeilen. Ins Gesicht und in die Eier auf der Weihnachtsfeier. Bäm! Schluck das, du nörgelnder Nötchen. Boah, da, falscher Knopf. Ich wollte ihm treten. Oh, war knapp. Nein, die winnen nicht. Das lasse ich nicht zu. Die Senua ist nicht allein. Ich bin bei ihr. Oh, in die Schnauze und jetzt... Fokus, nein! Zur Seite, auf die Schnauze und... weggetreten. Boah!
Das waren nur ein paar Minuten, aber ich bin so fix und alle. Das kannst du aber glauben. Boah. Also die Kämpfe sind schon anstrengend. Die sind schon geil gemacht. Sehr, sehr geil. Und jetzt müssen wir wieder suchen. Oh, super. Wenigstens mal ein bisschen Abwechslung. Schön. Doch, bis jetzt gefällt mir das Verhältnis sehr gut. So, wir müssen drei nordische Zeichen finden, wie gewohnt. Die Frage ist nur, wo sind die? The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. Align yourself to its secrets, and you will find yours. Alles klar, hier gibt's aber noch eine schöne Geschichte, die will ich euch nicht vorenthalten. However you come to the gold-covered bridge that leads to Hel, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to Hel to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. Alles klar, wir sind also nicht die erste Dame, die für ihren Geliebten kämpft. Das ist super. Also nicht der Fakt, sondern dass man hier für seinen Gatten schon ordentlich mal auf die Bredouille haut. So, hier können wir eine Leiter mit unserem Fokus zusammensetzen. Wie das gehen mag, frag mich bitte nicht. Jetzt können wir da hoch. Okay. Ansonsten gibt es hier nichts, ne? Wir haben immer noch diese drei Zeichen zu finden. Schön. Ist ein bisschen bedrückend, ist regnerisch, ja, aber so die Landschaft ist trotzdem sehr, 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 sehr geil. Okay, von dieser Seite kann ich es nicht öffnen. Alles klar. Ich wette mit dir, das hat irgendwas mit diesem Roten zu tun. Es ist alles so ein bisschen trostlos, nur das ist so relativ rötlich. Ist das vielleicht hier so von der... X. Aha. Hier ist also das X. Hallo, ich habe ein X gefunden. Hallo? Ah, okay. Muss es ein bisschen triggern. Super, jetzt brauche ich noch das S-Zeichen und dieses komische... Diese komische Schleife, die aussieht wie eine AIDS-Schleife. Hier ist also das S zu sehen. Aber wie? Ich hab's. Nee, ein bisschen zur Seite. Hat mich mein Instinkt schon... Also wenn das nicht perfekt war, dann weiß ich auch nicht. Ein bisschen zurück. Naja. Gut. Ist egal. Wir haben, was wir brauchen. Wollen wir uns mal nicht mit den Details rumärgern. Ja, ich muss hier hoch. Und jetzt hier diese bewusst für AIDS-Schleife. Super, wir können die Tür öffnen. Aber ihr kennt mich. Ich versuche alles mitzunehmen, was geht. Das Spiel ist wunderbar. Wir haben heute noch eigentlich noch ganz andere Sachen zu tun. Jo, naja, was habe ich denn heute noch sonst noch gemacht? Was kann ich denn erzählen? Ich habe, wie gesagt, habe ich ja schon öfters im Stream erzählt, dass ich mir die Teile von Alice Madness Returns von dem Streamer ein bisschen runtergezogen habe. Und dementsprechend habe ich auch schon zurechtgeschnitten, habe auch ein paar Endscreens gebastelt. Jo. Oh, Senua. Your father does not hate me. He just fears the souls in the underworld. He cannot see that they are already afraid. But I am their healer, and I must answer their cries for help, even if it displeases him. Alles klar, da muss ich mir noch mal kurz was zu trinken einschenken. Was ich auf jeden Fall erzählen wollte, ich habe die Parts von Alice Madness Returns auch so ein bisschen einmal erst als großes Ganze zusammengeschnitten.
Und dann hatte ich ungefähr eine 3 Stunden Videodatei. Diese habe ich dann einfach, so gut es geht, diesmal nicht passend geschnitten, weil das war mir dann echt dann doch ein bisschen zu viel. Ich habe es einfach in 40 Minuten Parts zurecht geschnippelt. Vier kurze Endscreens zusammengebastelt. Und ja, mal gucken, wie das mit dem Endscreen weitergeht. Wie schon gesagt, wenn ich ein Endscreen in ein Let's Play Video reinsetze, dann muss das auch dementsprechend lang gehen. Weil für 20 Minuten da so eine halbe Minute Endscreen zusammenbasteln, klar kann man das machen, aber es ist halt die Frage, ob es das wert ist, ne? Ich meine, die meisten haben ja sowieso... Oh, hier ist noch eins. Hela possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she Hela possesses large dwelling places in hell. Entschuldigung. Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize, half black and half the color of flesh, and her face menacing and grim. Alles klar, dann wissen wir Bescheid. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe ja schon ein bisschen hier durchgespielt. Beim ersten Stream, wo wir das angezockt haben, konnte ich mich ja nicht zurückhalten. Aber deswegen, ich nehme trotzdem so viel mit, wie es geht. Ist auch schon ein bisschen her. Nee, was ich auf jeden Fall sagen wollte, bevor es jetzt hier großartig losging, wegen einem 20-Minuten-Video habe ich jetzt keine Lust, einen großen Endscreen zu machen. Deswegen auch die Frage bei Resident Evil. The gate is opening. Aber hier bei Helnua, da habe ich mir schon so gedacht, so 40 bis 60 Minuten Parts kann man ruhig mal machen. Yes, the source of the darkness. It's coming. This is your moment. I'm sorry. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior. You're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Du schaffst das. Komm schon. Get up. Get up. Get up and fight! Ja, blöd drauf. Scheiße. Naja. Normalerweise. Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares? Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? So stupid. Everyone hates her. She's a curse. The shadow
Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself, because there's no one left to do that for you. Everywhere. What's that? Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your sword. Nein, nein, tu's nicht. Oder was hast du vor? Ich glaube, die hat nur die Wunde ausgebrannt. Trotzdem, Alter! Why go on? When you give everything and face that which torments you. Only to find that it is worse than you could have imagined. Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling, a song. Ouch! Oh, wir sind ganz schön mitgenommen, haben auch kein Schwert mehr, nichts, aber wir leben. Merkt man auch, die ist ganz schön im Eimer. Folgendermaßen, ich wollte eben noch was sagen, aber da war ja diese Endsequenz hier bei dem Spiel, kannst du kaum kommentieren. Normalerweise wegen der Partlänge, alles über 30 Minuten ist ja Luxus. Das sagt man ja so schön, auch wenn es mittlerweile Standard ist, aber darf man nie vergessen. Aber auf der anderen Seite, meine Leute, meine wenigen Zuschauer kriegen von mir einfach den Luxus. Ich gucke mich hier nochmal um in der Furcht oder Dingsbums, mit der Befürchtung, dass ich hier vielleicht irgendwas vergesse. Wir können ein bisschen rennen, aber die ist ganz schön im Eimer. Ich glaube, die hat so eine Rippe gebrochen oder zwei. Bei so einem Sturz, ganz im Ernst, also wenn die jetzt ins Meer gehen würde und nicht mehr auftauchen würde, könnte ich das durchaus verstehen. Aber die Liebe treibt uns an. Von daher wird das schon laufen. Toughes Mädchen, muss ich sagen. Also ich habe zwar keine Ahnung, wie weit ich durchgehalten hätte, aber ich glaube, ich hätte nicht mal die Hälfte durchgehalten. Ein bisschen... Ein bisschen im Schwertkampf bin ich ja schon geübt, aber... solche fetten Dämonen zu klatschen... Leute, ganz im Ernst, glaube nicht. Nee, hier scheint es jetzt strakt geradeaus vorwärts zu gehen. In dem geschwächten Zustand und ohne Schwert glaube ich nicht, dass wir Kämpfe betrachten. Teenager, but not like the others.
barely functioning. She rarely left the house. Her father, Zinbal, made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs. Errands out in the Orkney Plains. That was her world. Like this one. Barren and lonely. Hier gibt es so viele Verstecke. Und jetzt erfahren wir ein bisschen was über die Senua. Ich habe so das Gefühl, die Dunkelheit in meinem Arm wird größer. Ist jetzt die Frage, liegt es daran, weil ich ein paar Mal verreckt bin? Oder ist es einfach im Lauf der Geschichte so und es soll so sein? Ich bin mir echt nicht sicher. Ich versuche mich so ein bisschen umzugucken. Wir müssen auf jeden Fall dem Typen hier folgen. Die Frage ist nur... Okay, die läuft normal, wenn ich so ein bisschen seitlich gucke. Ich fieber ja echt gerade mit der mit, ne? Also wenn sie was drauf haben, dann ist es mitfiebern. Und mit dem Charakter mitfühlen. Das haben sie ja super gemacht. Also es ist echt ein Meisterstück. Sieht für mich so aus, als wenn es hier irgendwas geben würde. Wir müssen hier lang, aber hier sieht so aus, als gäbe es hier irgendwas. Ja, die hat sich langsam wieder... Da, Mutti! Senua, there will be times that you will feel alone and exhausted. Like a strange little fish swimming against the tides of the big ocean. But have the faith to let go and let the tide carry you away. Because the whole ocean is your home, and it does not ask you to swim against it. Alles klar, Mutti. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Mach lieber Pause. Aber die Liebe treibt uns hier an. Und das Versprechen, das Verlangen, die Seele von unserem geliebten Dillion zu retten. So, aber geht's da irgendwo hin? Nein, gut, dann muss ich da weitergehen. Ich hatte zwar in meinem Leben noch keine Rippe gebrochen, aber ich kann mir vorstellen, dass jeder Sprung mit einer gebrochenen Rippe so richtig schmerzt. Aber so richtig. The Northmen tell of a great hero. His name is Sigmund. His father's hall was built around a great tree, and one day, Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword only comes out at Sigmund's touch. His brother-in-law, King Siggeir, wants it, but Sigmund refuses him, so King Siggeir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast, but when they arrive,
they are met with an army, not a warm welcome. King Siggeir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. Aha. Da gab's also Stress wegen irgendeinem Kackschwert. Weißt du, Riesenkönig, der kann zu seinem Schmied sagen, hier, mach mir das Schwert, und dann macht er das. Aber nein, er wollte unbedingt das Schwert haben, also Neid. Ja, nicht so geil. Da oben gibt's wieder eine Suche. Ist die Frage, ob ich die Suche schon machen will oder nicht. Weil wir müssen ja hin irgendwie zu dem Baum. Die Frage ist, was wohl passiert, wenn wir das Ding öffnen. Ob das überhaupt geht, ist die Frage. Sigmund's sister trades shapes with a sorceress. And in disguise, she lies with her own brother. She gives birth to a son named Sinfjotli. After a time, she sends him to the forest to Sigmund. He tests the boy and finds him strong and fearless. And so they go to take their vengeance on King Siggeir. But luck is not on their side. They're captured, and Siggeir has them buried alive. Alles klar. Weißt du Bescheid, ne? Ist schon ein bisschen eklig, dass die Schwester ihre Gestalt mit einer Zauberin tauschte und dann irgendwie Nachwuchs mit ihrem Bruder oder Dingsbumszeug. Ne. Eklig. Ekelhaft. Was haben wir hier? Okay, das muss man irgendwie anders eröffnen, ich verstehe. Gut, müssen wir hier wahrscheinlich nochmal hin. Falls die Story uns nicht hinführen sollte, müssen wir uns den Weg merken. Beziehungsweise wir haben hier auf Video. So, das haben wir. Ich suche hier echt nach ganz vielen von diesen Dingern. Ich will natürlich alles mitnehmen. So. Da war so der Siggeir, irgendwie hat ein Schwert bekommen. Das war für ihn bestimmt. Den sein Bruder oder was weiß ich, irgendein König fand das nicht so geil. Da ist ein Gitter dran. Und hat ihn dann im Wald zum Sterben rausgeschickt. Warte mal, von da kam die. Okay, dann will ich nochmal hier lang gucken, ob ich hier durch kann. Ich habe das offscreen schon mal getestet. Du kannst nicht bis ins Meer rausgehen, die bleibt einfach irgendwann stehen. Also von daher brauche ich gar nicht großartig zu versuchen. Death for Sigmund and his brothers seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister, and she begs for mercy and implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy, though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. Okay, ich muss... Sigmund's sister sends a serpent with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. Das erzählt's... Oh, mies. Gut, ich muss mich korrigieren. Ich habe gedacht, die Königin, die Schwester von dem König, hätte sich irgendwie verwandelt und irgendwie mit ihrem Bruder rumgepoppt. Das stimmt so nicht. Kann ich hier rüber? Soll ich hier rüber? Ist halt die Frage, macht es Sinn, darüber zu gehen oder hier durch? Ich bin mir echt nicht so ganz sicher. Vielleicht kann ich auch irgendwie so rüber gehen. Die Schwester von dem Sigmund, der angekettet wurde. Der wurde, Dingsbums. Die hatten
Bruder mit dem König gezeugt. Alles klar. Doch nicht ganz so eklig. Auch wenn ich nicht so rennen würde, schnauft die so. Von daher wäre hier jetzt spieletechnisch falsches Mitleid fehl am Platz. Okay, hier geht's zurück. Ich hätte gedacht, hier gibt's noch irgendwie eine Geschichte. Ich will wissen, was die Wölfin gemacht hat. Ich will das wissen. Jo, doch das gibt's beim nächsten Mal. Ich bin gemein, aber ich will es genauso wissen wie ihr. Also, ciao. Mit V. We'll come to an end. The sun will grow black. The earth will sink into the sea. The stars will disappear. Fire and water will meet. Flames will play against the sky. The heavens and earth and all the world will be burned. All the gods will be dead. And the warriors of Valhalla and people everywhere. Senua, prepare yourself for Ragnarok. For it is nigh.